Unser zweites Problem zur Euler-Knickung beschäftigt sich mit einem Holzstab der Länge groß L, der die gegebenen Querschnittsabmessungen mit der Höhe H und der Breite B besitzt. Zu bestimmen ist wiederum die kritische Last, wenn das untere Ende fest eingespannt und das obere Ende gelenkig gelagert ist. Gleiche Herangehensweise wie vorher, nur in dem Fall jetzt kein kreisrunder Querschnitt. Das heißt, wir müssen einmal bestimmen, was ist unser minimales Flächenträgheitsmoment. Und es ist ein anderer Einspannfall offensichtlich. Also schauen wir uns vielleicht einmal die Flächenträgheitsmomente an. Ich zeichne noch einmal den Querschnitt heraus. X, Y, die Höhe ist H, die Breite B. Wir erinnern uns zurück, wie das mit dem Flächenträgheitsmoment für Rechteckquerschnitte war. Das IY war nämlich H mal B der dritten Zwölftel, entsprechend 1,042 mal 10 hoch 6 mm der vierten. Und in die X-Richtung genau umgekehrt, H der dritten B Zwölftel, das sind 4,17 mal 10 hoch 6 mm der vierten. Das heißt, unser Relevantes ist natürlich das da, das kleinere, das minimale. Kritische Knicklast nach Euler, wieder in die gerade besprochene Formel eingesetzt. Pi Quadrat E, in dem Fall jetzt schon herausgefunden, Iy ist das I minimal durch kritische Knicklänge zum Quadrat. Jetzt ist nur noch die Frage, wie groß ist die kritische Knicklänge? Was ist das für ein Einspannfall? Dritter Fall, dritte Mode, das heißt LK ist 0,7L. Genau. Eingesetzt, Pi Quadrat E Iy durch 0,7L zum Quadrat liefert ausgerechnet 27,98 Kilonewton. Probe, machen wir gleich die Probe vielleicht mit den Spannungen und danach noch den Schlankheits- und den Grenzschlankheitsgrad. Die kritische Spannung aus der kritischen Knicklast ist wieder nichts anderes als durch die Fläche durchdividiert. Also H mal B liefert 5,59 Megapascal und das ist wiederum kleiner als die gegebene, ja, Fließspannung ist vielleicht fürs Holz ein bisschen ein schlechter Begriff, eher Bruchspannung von 36 Megapascal. Deswegen auch die Werte, weil das ja Holz ist offensichtlich. Passt also, das ist im Euler-Regime, im elastischen Bereich. Und wenn man das Ganze sich noch über die Schlankheitsgrade anschaut, dann sollte es natürlich auch passen, weil der Schlankheitsgrad ist LK Wurzel A durch wieder das relevante Flächenträgheitsmoment, das IY. Das ist eingesetzt 145,5 und der Grenzschlankheitsgrad Pi mal E durch Sigma, ja, schreiben wir Sigma F, das ist das gegebene 57,4. So, das ist kleiner, schreiben wir es gleich so hin, also ist das Euler knickfähig. Ja. Beide Methoden, wie gesagt, aus meiner Sicht zulässig. Schlankheitsgrad kann man gleich vorher berechnen, deswegen ist es irgendwie ein bisschen angenehmer, weil wenn man dann feststellt, es funktioniert eh nicht und alles gerechnet hat, ist auch blöd.